Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir kommen wie immer montags, außer es ist Feiertag oder sonstiges, vom Einkaufen. Wir waren bei Edeka und bei Hit einkaufen. Ich habe wieder zwei prallgefüllte volle Körbchen. Ausgegeben haben wir diese Woche 42 Euro, also ist sehr im Rahmen. Wir brauchten aber auch nicht viel und haben eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten gekauft, denn der Kühlschrank ist noch halb voll. Und ja, wie immer, das sage ich ja meistens dazu, na, wir wollen das erstmal aufbrauchen, weil wegschmeißen gibt es nicht. Also würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und let's go. Ich habe hier neben mir direkt das Edeka-Körbchen. Damit fangen wir an. Ich sehe hier aber gerade, steht ja auch noch eine Flasche. Fangen wir heute mal mit Getränke an. Ich habe mir eine Flasche Zitroneneistee mitgenommen, also Eistee mit Zitronengeschmack von der Edeka Eigenmarke. Denn jetzt, wo es warm ist, trinke ich über Tag auch lieber mehr Wasser. Und deswegen habe ich mir jetzt nur eine Flasche mitgebracht. Ich habe aber auch noch einmal Fanta hier. Also von daher reicht mir das auf jeden Fall. Dann habe ich bei Edeka mir einmal Joghurt mitgenommen. Und zwar so vier kleine Joghurts. Die hatte ich gesehen. Ich hatte vorher noch gar nicht bemerkt, dass es die gibt. Für 99 Cent. Im Hintergrund sieht man Jakob, der war gerade oben sich umziehen. Der kam frisch von der Arbeit. Und ja, da habe ich mir das mitgenommen mit Kirschgeschmack. Weil Joghurt so für zwischendurch ist ja eigentlich immer ganz gut. Jakob hat sich auch Joghurt, beziehungsweise eher Pudding mitgenommen. Und zwar zweimal so ein Schokopudding. Das ist der ja zwischendurch ganz gern. Im Angebot war von Philadelphia der Frischkäse. Und da habe ich einmal Kräuter mitgenommen. Den mag ich gerne. Zweimal Vegeta natürlich. Kann ich direkt mal in den Schrank packen. Dann ist der Vorrat wieder aufgefüllt. Darf er hier nie fehlen. Ein polnischer Haushalt ohne Vegeta bzw. Kuscharek. Oh je, das geht da ja nicht. Ich habe eine Gurke mitgenommen. Dann habe ich einmal Paprika mitgenommen. So ein Dreierpack war ebenfalls im Angebot. Brauche ich zum Kochen. Und ich habe mir eine Melone mitgenommen bzw. so ein Viertel Melone. Das ist halt so eine riesige, finde ich erstens zu teuer und zweitens ist das für mich viel zu viel. Und meine Oma, die nimmt halt nur so ein kleines bisschen und Jakob isst es ja gar nicht. Deswegen wäre ich alleine mit so einer riesen Melone und in der Zeit, ja, wo man die essen müsste, damit sie nicht schlecht wird, schaffe ich das nicht. Deswegen habe ich mir jetzt so ein Viertel hier mitgenommen für 2,62 Euro. Das war noch im Rahmen, das war okay. Wir haben einmal an der Wursttheke Aufschnitt geholt und zwar 300 Gramm Aufschnitt. Der war für 89 Cent pro 100 Gramm im Angebot und da haben wir Fleischwurst, Fleischwurst mit Gemüse und Fleischwurst mit Champignons mitgenommen. Einmal Nudeln, da war von drei Glocken die Nudeln im Angebot für 99 Cent und da habe ich einmal die Makaroni mitgenommen, also diese großen. Die mag ich auch zwischendurch mal ganz gerne so als Ausgleich, weil die isst man ja nicht so oft. Genau, ein Paket. Dann haben wir noch ein Paket Milch mitgenommen in 1,5% Fett. Denn eine Packung haben wir noch hier und zwei reichen uns für die Woche eigentlich immer. Jakob hat in der billigen Abteilung einmal Knoblauchbutter mitgenommen für 50 Cent. Ich habe keine Ahnung, was er damit vorhat, aber er hat es eingepackt. Gesundheit, Gesundheit. Danke. Und Gesundheit. Und dann hat er einmal von Like Meat die Bratwürstchen mitgenommen. Ich weiß, die sieht jetzt nicht ganz so schmackhaft aus. Also da gibt es viele Fleischalternativen, die sehen so ein bisschen leckerer aus, nenne ich es jetzt mal. Waren auf jeden Fall auf 1,50 reduziert und Jakob wollte die mal austesten. Ich weiß noch nicht, ob ich die probiere. Mal sehen. Und dann haben wir noch zweimal Zwiebelwurst mitgenommen. Die war für 1,25 in der billigen Abteilung reduziert. Und als letztes im Körbchen haben wir einmal ein Glas Tomatenpaprika. Die möchte ich für eine Soße diese Woche verwenden und dazu wollte ich die nehmen, denn mit dem Wasser kann ich das dann perfekt in der Soße verarbeiten. So, jetzt stelle ich noch mal ein bisschen was auf Seite hier. Und dann geht's weiter mit Hit. Ich kam schon wieder nicht auf den Namen. Da haben wir noch einmal einen großen Eisbergsalat mitgenommen für diese Woche. Brauche ich auch. So. Achso, ich habe noch vergessen, dass wir noch Äpfelchen haben. Die habe ich allerdings im Kühlschrank, weil die nicht mehr ganz so frisch sind. Ich dachte, komm, im Kühlschrank sind so ein bisschen besser aufgehoben. Ja. So. Einmal Crunchips. Die hat Jakob ausgesucht. Im Western-Style, weil die im Angebot waren für, ich glaube, 99 Cent. In der billigen Abteilung ein Vollkorn-Sandwich für
64 Cent. Das wird wieder eingefroren, damit wir immer wieder was auf Vorrat haben. Und wir machen das ja immer so. Ich erkläre das ab und zu mal öfter, weil es kommen ja auch neu auf den Kanal und wissen dann zum Beispiel nicht, wie wir das so handhaben. Ja, wir frieren das ein und dann hole ich mir immer zwei Scheiben raus, toaste die und dann ist es genauso frisch, wie als hätte ich es so getoastet. Aber es ist halt runtergesetzt, sonst wird es weggeworfen und ich finde das so eigentlich ganz gut. Dann haben wir noch einmal neuen Ketchup mitgenommen. Da haben wir jetzt den hier für uns entdeckt und zwar von Ja aus der Glasflasche. Der schmeckt so lecker und vor allen Dingen so richtig fruchtig, tomatig. Super geil. Jakob hat noch einmal entdeckt, dass in der Billigabteilung Schinken im Angebot, reduziert war. Und zwar auf 1,25 Euro. Dann haben wir den auch schon mal hier. Kann ich auch mit kochen fürs Brot. Jakob nimmt ihn mit zur Arbeit und so weiter und so fort. Einmal Milchbrötchen für 74 Cent. Die mögen wir auch immer sehr gerne. Kann man auch super immer mitnehmen oder so für zwischendurch. Im Angebot war auch einmal Exquisa und da habe ich den sahnigen mitgenommen. Ich bin auf den Geschmack gekommen für normalen Frischkäse. Sonst esse ich eigentlich immer nur so Paprika oder Kräuterfrischkäse, also irgendwas, wo noch so Geschmack mit bei ist. Aber so normalen Standard-Frischkäse eigentlich nicht. Aber irgendwie bin ich auf den Geschmack gekommen von Exquisa und der schmeckt wirklich lecker. Für ein Gericht habe ich von Ja einmal den Schmelzkäse, also diese Scheibletten hier mitgenommen und zwar in Chester. Da variiere ich eigentlich immer das, was ich halt gerade brauche. Einmal Margarine, da nehmen wir jetzt neuerdings immer diese Halbfettmargarine, also die leichte, weil die einfach viel günstiger ist als die anderen mittlerweile. Und ja, schmeckt genauso, von daher kann man da auch noch ein paar Cent sparen. Und dann einmal Röstzwiebel, hatten wir keine mehr hier, die habe ich auch eigentlich immer gerne im Vorrat und die brauchen wir diese Woche auch für ein Gericht. Ebenfalls brauchen wir für ein Gericht Mais, habe ich eine Dose eingepackt. Im Angebot war Corny, hier diese Müsli-Riegel und das hier sind meine liebsten Müsli-Riegel. Danach kommt Banane, aber die hatte ich schon ewig nicht mehr. Ist zwar schade, dass da immer nur 4 Stück drin sind, weil die sind halt so ein bisschen größer, in anderen ist halt mehr. Aber die waren im Angebot für 1,11 und deswegen habe ich die mal mitgenommen. So für zwischendurch sind die immer ganz geil, weil Müsli-Riegel ist schon cool. Und an der Fleischtheke habe ich einmal Gulasch geholt. Das war im Angebot Kilo 5,99. Habe ich jetzt 270 Gramm für 1,64 geholt. Denn ich wollte ein bisschen Fleisch für ein Gericht diese Woche. Und wir variieren jetzt immer, weil es wird halt alles teurer. Man merkt das. Ich versuche ja so gut es geht, immer günstig zu bleiben. Und das schaffen wir eigentlich mittlerweile noch ganz gut. Aber auch klar, ne, wir merken das auch. Und bei manchen Sachen, das ist schon extrem, finde ich. Und auch bei Wurst und Fleisch. Wir essen halt nur mal Wurst und Fleisch. Kann ja jeder so machen, wie er möchte. Andere machen es nicht, wir machen es. Und ja, wenn ich dann zum Beispiel Fleisch kaufen möchte, was wir auf jeden Fall jetzt auch viel weniger machen, weil es halt nun mal auch so explodiert von den Preisen, gucke ich immer, was so im Angebot ist oder was reduziert ist vor allen Dingen. Und wenn zum Beispiel wie jetzt hier das Gulasch im Angebot ist, ich hätte jetzt auch ein Kilo mitnehmen können, weil es halt, ne, hätte ich es einfrieren können, aber habe ich tatsächlich in dem Moment nicht dran gedacht. Aber für 1,64 finde ich das in Ordnung. Und für das Gericht, wo ich es brauche, reicht die Menge vollkommen. Da werden wir auf jeden Fall von satt. Und ja, wollte ich so ein bisschen nochmal dazu sagen, dass man da auf jeden Fall gut sparen kann mittlerweile an der Theke. Weil das ja eigentlich sonst immer viel teurer ist. Genauso wie mit der Fleischwurst, die wir jetzt mitgenommen haben. War auf die Menge gesehen billiger, als hätten wir jetzt die ganze Zeit irgendwie Pakete gekauft. Und als letztes im Körbchen war einmal noch Käse. Und zwar von Castello, der Cheddar war im Angebot. Und da ich ja mittlerweile sehr auf Cheddar stehe, musste der natürlich mit. So, Körbchen 2 ist auch leer. Und sonst habe ich hier jetzt einmal nur noch Toilettenpapier, das haben wir noch ganz schnell beim Lidl besorgt, weil das momentan für 1,99 dort im Angebot ist. Habe ich meiner Oma auch noch eins mitgebracht. Klopapier und Küchenrolle ist ja so unfassbar teuer geworden. Deswegen achte ich da definitiv immer drauf, wenn was im Angebot ist oder weiß ich nicht. Ja, 1,99 und 8 Rollen. Deswegen habe ich die auf jeden Fall mitgenommen. Essensplan habe ich genauso wie letzte Woche am PC und schon wieder nicht ausgedruckt, aber ich habe es, glaube ich, immer noch im Kopf. Wir werden heute einmal Klöße mit Frikadellen und dicke Bohnen machen. Wollten wir eigentlich letzte Woche, haben wir aber aus irgendeinem Grund nicht gemacht und deswegen ist meine Oma gerade dabei zu kochen. Dann machen wir einmal Wraps, weil ich habe noch Wraps. Ich habe mir da 2 Stück von genommen und den Rest ist noch da und die wollte ich jetzt einfach aufbrauchen. Deswegen machen wir uns da einfach so ein bisschen Wraps von. Dann, was machen wir noch? Wir machen einmal noch Nudeln mit Geschnetzeltes. Da wollte ich so die Paprika für verwenden und dann das Fleisch.
Und dann wird es noch einmal Kartoffeln mit Salat geben. Ich mache dann so einen kleinen gemischten Salat, einfach mit Kartoffeln, bisschen Quark. Habe ich nämlich auch noch hier, so, weil es soll ja diese Woche auch warm werden. Und so richtig krass deftige Sachen möchte ich dann eher nicht. Und dann machen wir noch einmal Paprikapasta, also so mit Paprika und Frischkäse. Hat Jakob sich gewünscht, so eine leckere, cremige Pasta. Machen wir natürlich. Und wie immer sind es nur 5 Gerichte, weil am Wochenende lassen wir uns das so ein bisschen frei und schauen dann einfach, was wir machen. Ich brauche am Wochenende gerne immer Reste auf, die übrig geblieben sind und die sonst schlecht werden. Oder ich nehme was aus der Kühltruhe oder lasse mir Platz für, wenn ich vielleicht spontan oder wenn wir spontan irgendwo hingehen, hinfahren. Ja, dass man da einfach nicht zu viel Gerichte hat und nachher irgendwie was in den Müll kommt. Das wollen wir nicht. Und das war auf jeden Fall jetzt einmal der Einkauf. Wenn ich so sehe, ist das gar nicht so viel, aber da kann man nichts dran machen. Wir können nur hoffen, dass es irgendwann vielleicht nochmal besser wird. Und ansonsten, sparen und Angebote und Rabatte nutzen, wo es geht. Ja, aber ich denke, das geht nicht nur uns so, sondern es geht euch genauso. Schreibt mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon merkt, wenn die Preise jetzt so gestiegen sind, ob ihr das am Geldbeutel merkt oder wie ihr das jetzt so handhabt mit Angeboten, Rabatte oder so, oder wo versucht ihr zu sparen. Das würde mich sehr interessieren, dann werde ich mir das auf jeden Fall durchlesen. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das würde mich sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!